Moin Moin und herzlich willkommen, ihr lieben Leute, zu einem neuen kleinen Projekt hier auf dem Kanal Forever Skies. Es ist im Early Access, soweit ich weiß. Zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Mal gucken, wie viele Folgen wir so machen werden. Ich denke, ja, so zwei, drei erstmal für den Anfang. Und wenn es bei euch gut ankommt, dann auf jeden Fall auch mehr. Also schreibt in die Kommentare, was haltet ihr von dem Spiel? Habt das selbst schon gezockt vielleicht? Und ja, vielleicht den einen oder anderen kleinen Tipp, ohne natürlich zu spoilern. Darüber würde ich mich auch freuen. Und ich würde sagen, wir starten mal. Ja, schwierig. Ich habe keine Ahnung, was wir machen. Dauerhafter Tod wollen wir nicht. Einfach ist einfach. Wir nehmen normal. Ich hoffe, das passt so vom Sound her. Ich muss das nach der Aufnahme mal checken. Ich weiß nicht, ob ich alles vorlesen werde. Im Zweifel müsste man kurz Pause drücken im Video und dann könnt ihr es ja noch mal lesen. Erstmal trinken hier. Das hörte sich nicht ganz so gut an. Und da sind wir. Das ist ein bisschen schnell. Steuerung, Empfindlichkeit. Machen wir mal 10% runter. Noch ein bisschen schnell. Machen wir noch mal ein bisschen runter. Ist das überhaupt richtig? Maus, ja. Gehen wir auf 30%. Das sieht besser aus. So, also, lesen. Sagittarius 2 war monatelang still, dann dieses eine Signal und wieder Stille. Niemand von uns weiß, was dich dort erwartet, aber wenn es eine Chance gibt, dass sie das Virus gefunden haben, dann können wir vielleicht überleben. Finde Virenprobe um jeden Preis. Unser aller Schicksal hängt von dir ab. Also von mir und von dir, wenn du zockst. Die Arche. So, Sagittarius, ist das nicht der... Das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt als Namen für eine Expedition nehmen. Naja. Okay. Ja. Das scheint unsere Landekapsel zu sein. Das erinnert mich so ein bisschen an Subnautica. Ohne Scheiß. Wir nehmen den mal. Ansonsten noch irgendwas. Wir haben Essen, Trinken, wir haben Gesundheit und wir haben Energie. Ja. Und da sind wir. Kehre zum Planeten Erde zurück. Halte um mehr. Was? To-Do-Liste. Finde die Übertragungsquelle. So, Überreste. Erste-Hilfe-Kasten. Gut, ja. Es sieht schon... Es sieht schon gut aus, ne? Alles zerstört hier. Eieiei, was fliegt hier rum? Ich habe mich am Anfang, ich habe mich gar nicht so sehr mit dem Spiel auseinandergesetzt. Ich habe nur als Tipp bekommen, da ich ja früher auch viel Subnautica gespielt habe, tatsächlich, soll ich hier mal reingucken. Und das tun wir doch einfach mal, ne? Deswegen, ich habe eigentlich keine Ahnung, was passiert ist. Irgendwas ist niedrig. Gesundheitsparameter. Okay. Immunitätskreis bestimmt, wie stark du unter Viren leidest. Es gibt also mehrere. Der Wert hängt von deinen Gesundheitsparametern ab. Also je besser das ist, desto besser ist dieser Kreis hier. Muss mal eben gucken, ob ihr mich seht. Aber es sieht gut aus, ne? Es sieht gut aus. Okay. Ja, gut, klar. Ne? Ja. Also Survival-Aspekt haben wir drin. Hier können wir irgendwas nehmen. Da wird irgendwas angezeigt. Maschinenteile, okay. Also Crafting wird wohl auch drin sein. Hab ich gehört. Und das auch nicht zu knapp. Hier kommen wir nicht rein, okay.
Na, es läuft aber super flüssig hier, muss man sagen. Benötigt Festkörperbatterie. Okay, Computer. Schalte den Computer ein. Hier liegt noch Zeug. Man ist garantiert im Arsch, wenn man hier runterfällt, oder? Also garantiert. Guck mal, hier haben wir wieder was. Es ging alles den Bach runter. Seitdem wir diesen verdammten Bach runter. Wir werden alle krank, die Ausrüstung fällt aus und dann wäre da das Problem mit Noah. Wer ist Noah? Der Strom ist wieder ausgefallen und die Tür ist versperrt. Ich schaue nach, ob der Signalturm eine kompatible Batterie hat. Mhm. Maschinenteile. Teile einer zerlegten kleinen Maschine. Ach, was. Da wäre ich jetzt so auch nicht dran gekommen. Dosenwasser. Was haben wir hier? Handschuh, Klamotten. Können wir das anziehen? Nee. Hm. Entschuldigt, wenn meine Stimme ein bisschen merkwürdig ist. Ich bin mal wieder leicht erkältet. Es ist einfach nur noch ätzend. Wie kommen wir jetzt den Turm da hoch? Man kann rennen, ja. Er rennt sogar dauerhaft. Man muss also nicht gedrückt halten. Sonnenmelone haben wir. Oh, wie Kollege, du siehst ziemlich fertig aus. Noch eine Melone. Hier, wir können auch springen. Das sieht aus wie eine Batterie. Nehmen wir. Nehmen wir alles mit. Einen Spaten mitnehmen? Nö. Haben wir da noch eine Melone? Nö. Wir mussten doch irgendwo eine Batterie einsetzen, oder? Das war doch hier unten. Wo war es denn? Da war es doch. Oh. Computer verwenden. Wir waren unter dem Staub. Wir haben das Labor gefunden, in dem sie das Virus vor 400 Jahren, vor 400 Jahren ist das passiert, das erste Mal analysiert haben, ab da ging ein Bach runter. Noah wurde verrückt. Dieser Bastard hat die Probe und unser Luftschiff gestohlen und das Funkgerät kaputt gemacht. Das ist nett von Noah. Okay. Die Probe befindet sich beim überwucherten Gewächshaus. Dort lebt ein Wissenschaftler, der die Flora unter dem Staub studiert. Okay, wir müssen Funktürme und Windparks besuchen, um Geräte zu bekommen. Seid vorsichtig. Die Welt will uns nicht mehr. Sie ist kein Ort mehr für Menschen. Das hört sich nicht so schön an, ne? Da, die Batterie haben wir. Bio, Sonnenmelone haben wir. Überreste. Das Wasser können wir also trinken. Und die Melone macht uns krank, wenn ich das richtig gesehen habe. Wo war sie? Sonnenmelone. Eine Gefahr. Photophobie-Virus. Okay. Aber wir müssen das essen. So. Jetzt hat die auch Strom. Wenn ich jetzt die Batterie rausnehme und mitnehme, geht die Tür wieder zu? Ich kann die gar nicht rausnehmen. Okay. Schade. Noch ein Toter, wollte ich sagen. Hm. Okay, der hat irgendwas gemalt. Crazy. Essensration, das nehmen wir mit. Das kriegen wir auf. Hier ist nichts drin. Hier ist ein Datenpad. Noahs Wahnsinn. Das liegt alles an diesem verdammten Staub. Noah hörte Stimmen. Er murmelte etwas davon, dass die Natur alles überlebt, sogar den Untergang der Welt. Er sagt, er wisse, was zu tun sei, damit wir wieder auf die Erde zurückkehren können. Er wollte, dass wir ihm helfen, dass wir den Stimmen in seinem Kopf folgen. Hm, schwierig, schwierig, ob ich das machen würde. Wahrscheinlich nicht. Wir haben ihn zu seinem eigenen Besten in der Zelle gesperrt. Aber der Bastard hat den Extraktor versteckt und ist abgehauen. Alles. Als alles schief. Was? Als alles schliefen, so, mein Gott. Alte Essensration. Nicht verdorbenes, noch genießbares Essen. Okay. Das Zeug können wir also futtern. Eieiei. Davon habe ich gehört. Luftschiffe. Also man bewegt sich mit dem Ding hier fort. Naja. Warum nicht? Es ist trotzdem irgendwie komisch, das Zeug. So, was haben wir denn hier?
Transformator, den nehmen wir. Lesen. Luftschiff-To-Do-Liste. Ich baue seit 2 Monaten an einem neuen Luftschiff, seit dieser Wassernoah sich mit all unserer Ausrüstung aus dem Staub gemacht hat. Wäre meine Werkstatt bloß nicht eingestürzt, dann hätte ich die Forschung am Luftschiff, mein Gott, Luftschiffmotor längst abgeschlossen. Okay, das müssen wir wahrscheinlich alles machen, ne? Transformator. Fabrikator. Platziere den Fabrikator. Okay, mache ich. Ist ja gut. Kann man auch drehen. Ja, guck mal. Stellen wir den da hin? Stellen wir den da hin? Stellen wir den hier hin? Oder hier? Ich weiß es nicht. Oder hier? Wir stellen den hier hin. Alter, guck mal, was wir da alles bauen können. Okay, ich stelle einen Deckextraktor her. Den hier, ja? Printing completed. Okay. Ach, damit können wir dann... Ja, okay. Entferne Hindernisse. Okay, lass uns doch erstmal gucken, was hier abgeht. Leere Flasche. Schmutziges Wasser abfüllen. Lass uns mal reingucken. So, wir haben Schmutzwasser 3 von 5. Wir haben alte Dosen, das können wir trinken. Machen wir auch direkt mal. Wir futtern mal. Yes, und wir haben direkt diesen Virusphobie-Kack da. Maschinenteile, Erste-Hilfe-Set, alte Essensrationen. Okay, komm, wir gucken mal eben rein. Da ist doch irgendwas. Ja gut, das sind, was ist das? Hier und da. Photophobie. Direktes in die Sonne blicken verursacht Sichtstörungen, Verletzungen, therapeutische Nährstoffe, Lecithin. Halt das Virus. Heile das Virus, um die Medikamentenliste zu füllen. Okay. Finde ein Heilmittel. Ja, wir werden sicherlich eins finden. Das scheint mir ja noch alles sehr viel Tutorial hier zu sein. Lesen. Forschung zum... Ja, guck mal, da haben wir es auch schon. Photophobie. Eine Forschung zum Photophobie-Virus haben ergeben, dass es mit Lecithin geheilt werden kann. Staubmotten sind eine hervorragende Quelle, ebenso wie andere Lebewesen in der Staubschicht. Ich habe einen Köder angefertigt, um diese Wesen anzulocken. Verwende ihn. Mit dem Insektenfänger auf dem Luftschiff senke ihn in den Staub ab und warte auf Beute. Die Lebensmittel aus dieser Welt roh zu essen kann schädlich sein. Ich ersetze ein Membran in den Wasserkondensator ein, falls Wasser zum Kochen benötigt wird. Verstehe. Nichts roh essen. Einfacher Insektenköder, da haben wir, da ist der Membran. Hier ist nichts drin. Was haben wir hier? Was ist das? Wobei ja, hier kann man mal schnell runterfallen. Alles mitnehmen, ne, Freunde? Wir müssen alles mitnehmen. Erste-Hilfe-Kasten. Hier ist noch Maschinenteile. Und wir können uns auch ducken. Okay, man muss die Leiter anwählen, aktiv. Man klettert nicht automatisch hoch. Hier liegt noch ein Toter. Okay. Schmutziges Wasser. Ganz viel schmutziges Wasser. Entferne die Hindernisse. Okay, wir müssen jetzt hier mit dem Ding mal loslegen. Okay. Cool. Cool, die Dinger kann man also auch wegblenzen, was auch immer das hier für eine Maschine ist. Nehmen wir alles mit, oder? Kriegen wir denn Metall und synthetisches Material, okay. Das gibt Metall. Das hat irgendwie was, ne? Muss man sagen. Bisschen wie... wie an was erinnert mich das? Ich weiß nicht.
Aber so kriegst du natürlich Ressourcen ran. Das ist natürlich eine geile Methode. Okay, hier kommen wir nicht. Scheiße. Hier müssen wir nochmal umbauen. Da war ich zu. Naja. Ja, habe ich nicht drüber nachgedacht. Wusste ich auch nicht. Woher soll ich das wissen, dass ich ihn hinter mir schießen muss? Aber jetzt kommen wir dran. Okay, Werkstatt ist zugänglich. Jetzt sollen wir da reingehen oder so. Ich nehme hier nochmal ein bisschen mit. Das ist ganz schön viel Zeug, wa? Komm, wir gehen mal gucken. Essen muss ich auch gleich mal wieder. Haben wir noch was? Ja. Gönnen wir uns mal. So, was haben wir denn hier? Wir haben natürlich Maschinenteile wieder ohne Ende, ist klar. Forschungsstation nehmen wir auch mal mit. Die sollen wir bestimmt auch ne, einbauen, genau. So, was haben wir hier? Lesen. Bauplan Forschung. Ich habe es geschafft, die Forschungsstation zu reparieren. Auf der Speicherkarte befinden sich noch ein paar alte Baupläne, aber am wichtigsten ist der Scanner. Es ist wichtig, dass die Forschung abgeschlossen und der Scanner gebaut wird. Danach sollte er bestimmte Objekte in der Welt scannen, damit wir mehr Forschungsdaten für Baupläne gewinnen. Ich brauche eine Batterie für das Gerät. Ich habe diese alte Stromkasten aus Stromkasten soll darin sein. Okay, was haben wir denn hier alles? Was haben wir? Treibstoff, Kondensator. Gehört das da? Treibstoff und Zubehör. Mhm. Einfach Insektenköder. Da ist was, da ist was. Da ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Oh, ich habe in die Sonne geguckt. Alter. Cool. Hä? Lustig. Okay. Was muss ich machen? Platziere die Forschungsstation in deinem Luftschiff. Okay, das machen wir. Die ist aber auch ganz schön groß, ne? Ja, dann passt die eigentlich nur hier hinten hin, ne? Eieieiei. Okay. Das haben wir. Was haben wir hier? Köderbehälter. Guck mal, den können wir hier reinpacken. Köder absenken. Okay. Membran. Okay. Köder. Sieh nach einer Weile, nachdem was du gefangen hast. Warte, bis das Wasser kondensiert ist und trinke es. Weiß ich nicht. Wenn nicht gesagt, man soll nicht groß trinken, gehört dazu nicht auch Wasser. Wir haben in der Zeit ja noch mal ein bisschen Rohstoff farmen. Ich denke, da werden wir ein bisschen was von brauchen. Bin ich mir ziemlich sicher. Was ist los hier? Ein Salat. Staubsalat, Medizin, therapeutische Nährstoffe, bla bla bla. Okay, wir können Staubsalat essen. Sollen wir den mal essen? Wo ist er denn? Ja, Virus geheilt. Okay, cool. Gekochtes Essen ist besser. Die Batterien, die Forschungsstation, da haben wir es. Alter, hier geht's ja jetzt richtig rund. Würde anheben, was haben wir hier? Und wieder raus mit dir. So. Gekochtes Wasser. Erforsche den Scanner. Das hier sollen wir erforschen. Läuft. Das ging schnell. Das ging auch schnell. Da ist eine Motte. Ich habe keinen. Was denn nur? Achso, ja, jetzt, weil wir Staubmotte haben. Okay. So, stell den Scanner her. Das geht ja wahrscheinlich hier, ne? Ja.
Okay, warten wir, bis er gebaut ist. Das ging schnell. Okay. Analysis completed. Detected new objects requiring scanning. Studio. Synthetische Cluster müssen wir scannen. Okay. Haben wir. Lagerkiste, Wasserkondensator und Membran. Motor und Kraftstoff. Okay. Okay, man lernt dann hier quasi das, was man so... Aha. Leiche des Ingenieurs, okay. Was ist das? Oster, neue Natur. Hier ist noch... Guck mal, hier ist noch Zeug drin. Kann man noch trinken. Kann man das mitnehmen? Yes. Hat irgendjemand gepennt? Boah, ich weiß nicht, ob ich hier schlafen wollen würde, so direkt am Abgrund. Schwierig. Ich wollte sie hinkleben. Ja. Okay. Erforsche Motor und Kraftstoff. Kleine Kiste haben wir, leere Flaschen haben wir. Das hier, okay. Wir forschen. Wir sammeln weiter. Metall wäre auch mal eine Idee, ne? So viel Metall haben wir gar nicht, ne? Da ist es schon. Baue einen Motor. Okay, was haben wir denn hier? Wasseraufbereitungsanlage. Die bauen wir mal zuerst. So. Scheißegal. Ich will doch nicht hier die Plürre trinken. Und dann bauen wir einen Motor, wa? Printing completed. Printing completed. So. Und die können wir doch eigentlich... Wobei, hier kommt das Wasser, dann hängen wir die doch hier hin, oder? Wasseraufbereitung. Siehst du, das mussten wir auch machen. Und wir müssen jetzt mal einen... Den Kocher müssen wir noch bauen. Bett brauchen wir auch noch. Ein Motor. Gehen wir hin. Was haben wir denn noch? Wir haben leere Flasche. Wir müssen auch noch Wasser. Wasserflaschen bauen, ne? Hab ich gesehen, können wir auch bauen. Reichweite. Okay, das gibt es also auch noch eine Reichweitenbeschränkung. So, was haben wir jetzt? Ein Alter, ist das ein Trümmer. Wow, 15 km/h, ist fast schnell, ne? Nimm sauberes Wasser auf. Kann ich das? Nö. Dann müssen wir erst eine Flasche bauen. Aber wo baue ich die? Muss ich wahrscheinlich auch erst erforschen, ne? Ja. Natürlich. Langsam komme ich hinter, wie das hier alles funktioniert. Und es könnte... Könnte spannend sein. Es könnte eigentlich ganz geil werden. Da, wir brauchen leere Flaschen. Und dann müssen wir erforschen... Printing completed. Haben wir schon. So, lass uns mal gucken. Hier ist sauberes Wasser. Sauberes Wasser. Leere Flasche. Butter. Butter. Metallteile. Glas. Das ist auch essbar. Packen wir das hier hin. Staubmotte. Die tun wir da ein. Pass auf, hier war doch auch noch Wasser. Genau, dann nehmen wir doch erstmal das, bevor wir da wieder so ein Membran-Ding bauen und Ressourcen verschwenden müssen. Nehmen wir doch erstmal das, was wir hier noch so finden. War's das jetzt? Ja.
Stelle synthetischen Treibstoff. Das müssen wir auch noch machen. Pass auf, wir haben jetzt schmutziges Wasser. Ich würde sagen, wir drucken nochmal einen Satz Flaschen und holen den Rest. Printing completed. Der da oben noch drin ist. Und dann machen wir das Tutorial fertig. Ich vergesse es jedes Mal. Ich dachte, der rennt hier automatisch hoch. Ne? In den meisten Spielen ist das so. Dann rennt er automatisch hoch. Hier nicht. Hier muss man. So. Guck mal, da haben wir alles. Gucken wir nochmal rein. So, wir haben schmutziges Wasser, wir haben sauberes Wasser. Glas. Okay, cool. So, müssen wir noch ein bisschen was abbauen? Ja, ne? Schadet nicht. Das könnte ich eigentlich auch zwischen den Folgen dann immer machen. Dann seid ihr nicht mit dabei, wenn wir hier so, ja, Ressourcen abbauen. Das ist ja... Da jetzt ein paar Mal gesehen, weiß ich nicht. Müsst ihr mal sagen, ob ihr dabei sein wollt oder nicht. Aber ich glaube, das kann ich auch zwischen den Folgen machen. So, synthetischer Kraftstoff. Können wir noch irgendwas Sinnvolles erforschen? Eine Lagerkiste ist vielleicht noch eine Idee. Flicken. Repariert beschädigte Objekte und Geräte. Einmalig zu verwenden. Maschinenteile. Belohnung Maschinenteile. Benötigt Maschinenteile. Eine Kiste vielleicht, oder? Aber ich habe keinen Plastikmüll. 50. Kraftstock, da passen 100 rein. Pass auf, da machen wir nochmal einen. Was denn jetzt? Standortsignal. Okay, das müssen wir uns mal angucken. Lasse den Ort. Okay, machen wir. Ich fülle eben auf. 100, so. Okay, irgendwas konnten wir doch noch kochen. Genau, einen Kocher, den bauen wir noch. Und dann verlassen wir den Ort. Besprochen. Und dann ist die Folge ja auch schon wieder rum. 30 Minuten sind dann schon wieder rum. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht bis hierhin. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, ob ihr das Spiel kennt, ob ihr das Spiel zockt vielleicht sogar immer noch. Und spoilert nicht, wenn es geht. Das finde ich total geil. Aber kleine Tipps und Hinweise könnt ihr mir natürlich geben, die mich irgendwie voranbringen. Da bin ich immer offen für, wirklich. Nur eben keine Spoilerei. Das finde ich total geil. So. Aber man findet tatsächlich deutlich mehr Kunststoff als... Oha. Als, na, Metall, oder? Oha. Der braucht nämlich Wasser, habe ich gesehen. Guck mal, da müssen wir doch noch einmal Flaschen herstellen. Ja, ja. Ich weiß, warum ich hier so viel Zeug sammle. Ich frage mich, ob die unendlich oft vorkommen hier, die Dinger. Oder ob irgendwann mal nichts mehr aufsteigt. Das wäre schlecht. Flaschen haben wir. Wasser füllen wir ab, Schmutzwasser tun wir rein. So, dann haben wir wieder sauberes Wasser. Wir haben leere Flaschen. Im schmutziges Wasser. Und Sauerstofftank. Okay, verlasse den Ort. Schiff steuern. Gekochte Staubmotten. Fliege zum Ursprung des einfachen Blinklichts. Okay, man kann. Wir sind, glaube ich, ganz hoch, ne? Max Höhe steht da. Mhm. So, jetzt fliegt er weiter. Jo. Cool. Das heißt, man kann weiter abbauen und farmen, wenn man hier steuert.
Okay. Oh shit. War ich das? Okay, krass. Das tut mir leid. Aber 3 km/h ist natürlich nicht so schnell, ne? Sind wir mal ehrlich. Oha. Wenn ich jetzt richtig Gas gebe, volle Leistung und dann sperre, hält er auch die Geschwindigkeit? Nein, warum? Doch, hält er. Krass. Cool. Da müssen wir hin, ja, zu dem einfachen Blinklicht. So wie er das sagte hier. Okay, dann sollten wir jetzt mal reingehen, bevor wir hier vorballern. Lande an dem Ort mit dem einfachen Signal. Okay, wir sind maximal hoch. Höher geht nicht. Pass auf, ich lande jetzt nicht ganz drauf, damit unser Sammelhaken noch funktioniert, wa? Das ist doch richtig smart von mir. Uncharted area. The preliminary analysis started. Halt, um mehr zu sehen. Kommunikationspunkt, Funkturmvarianten. Türme, die zur Aufrechterhaltung der Kommunikation zwischen entfernten Punkten dient. Sie ermöglichen die sichere Navigation von Luftschiffen, eine mögliche Quelle für grundlegende Ressourcen und Baupläne für Geräte. Okay. Oh, ich muss was trinken, Freunde. Dann sagt das doch einer. Dann trinken wir erst das, das. Okay. Wir kochen die Motte. Wir bauen einen Köder. Der ist nämlich auch lärmig gesehen. Und wir wurzeln da mal ein bisschen was weg. Was? Was sagt die? Man sieht das echt schlecht, ne? Man sieht es echt schlecht. So, den Köder haben wir, den setzen wir natürlich ein. Ich glaube, ich brauche echt mal langsam eine Kiste, ne? Alles voll hier. Alles klar. Freunde. Ich würde sagen, das soll es für die Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr schaltet dann beim nächsten Mal auch mal wieder ein. Und sagt mal Bescheid, ob wir hieraus mal ein längeres Projekt machen sollen. Oder ob euch das gar nicht interessiert. Mein Name ist Severus. Ich bin raus.